Ja, Huhu hier wieder beim Quali in der Secret World. Ich weiß schon gar nicht mehr, wie das. Was ist denn das hier überhaupt für ein Spiel, Lesrak? Ein MMORPG. Und was muss man hier machen? Gegner töten. Ah, okay. Nee, ich habe echt keine Ahnung mehr, wie das geht. Ich weiß gar nicht mehr. Ich hätte mir vielleicht mein Let's Play nochmal angucken sollen. Es ist schon ewig her, seit wir gespielt haben, oder? Ja, wirklich ewig. So, da hinten ist, glaube ich, schon so ein Gegner, aber der ignoriert uns ja, solange wir auf dieser Seite vom Zaun sind, was ja natürlich total realistisch ist. Ich weiß noch, dass ich die Dinger gehasst habe. Das weiß ich noch. Ja. Was habe ich da eigentlich um Hals? Merkwürdiges. So ein rotes Band mit einer kleinen Rose drauf. Hübsch, ja. Okay, ja, wir haben jetzt hier zum Militärlager am Blue Mountain gehen, steht bei mir. Ja, also hier lang. Den Weg kenne ich noch. Okay. Hoffe ich Sieht ein wenigstens. bisschen aus wie Freddy Krüger. Okay. Mit dem Stimmt, Po. weiß ich noch. Nebenquests konnte man hier, also die Quests konnte man hier immer wieder machen, ne? Stimmt, da war was, da war was. Ich habe letztens überlegt, bei welchem Spiel war das? Ja. Aber wir müssen in Ja. eine Gruppe. Wir müssen in eine Gruppe. Ach ja, stimmt, sonst heile ich dich nicht mehr, ne? Ach, und ich muss meinen Begleiter hier herrufen. Moment, Karl hieß er. Nicht Putin? Hey, Karl. Da ist er. So, Putin kommt erst, wenn's hart wird. Ja, okay. Aber Frage an die Zuschauer. Findet ihr, die Grafik hat sich verändert, seit wir das letzte Mal gespielt haben? Bei mir finde ich finde, das sieht anders aus. Ich weiß nicht. Ich glaube bei mir nicht. Hast du einen neuen Computer gekauft in der Zwischenzeit? Wollte ich, da kam aber jetzt sehr viel dazwischen, deswegen nächsten Monat. Oh, okay. Wir wollten auf einmal eine Vorauszahlung, von der vorher nie die Rede war und sowas. Ach so, okay. Das ist schlecht. Ja, jetzt musste ich 180 Euro als Vorauszahlung erstmal zusammensparen. Möchtest du die Firma hier im Internet anprangern? Nein, ich werde die Firma nicht sagen. Okay. Aber wahrscheinlich eher, weil ich dann ausgelacht werde, wenn man weiß, dass ich bei denen kaufe. Okay. Ja, mein Quietschestuhl ist auch wieder dabei. Oh, ich habe ihn vermisst. Ja. Witzigerweise wirklich. Das ist strange. So, neues Gebiet, Leute. So, hier, ich habe hier schon Sachen auf der großen Karte frei, weil ich einmal mit dem Gierfalken und dem Lesrak und dem. Wie hieß er noch? Oh, wie hieß denn unser Vierter? Willandisch? Willandisch, genau. Entschuldigung, Willandisch, wenn du das jetzt hier siehst. Das ist Schäm dich. echt lange her. Und ich im Namen und so. Da sind wir einmal durchgeruscht hier, als dieses Geburtstagsevent war. Nur damit ich hier komische Golems besiegen kann, das ich dann doch nicht gemacht habe. Koali. Ja. Das ist eine Quest, die wir noch nicht haben. Die Leiche des Busfahrers. Sollen wir sie anklicken? Ja. Okay. Unfall. Die Leiche eines Busfahrers verdeutlicht die verzweifelte Lage auf der Insel. Natürlich, total verzweifelt. Denn wir sind doch jetzt da. Deswegen sind die verzweifelt. Ach so. Okay, ja. Nach Anzeichen eines Überlebenden suchen. Ach so, nee, warte mal kurz. Die erinnere ich mich noch. Das können wir später. Der ist beim Militärlager, wo wir sowieso hin müssen. Dann können wir erst die da Ach machen. so, aber hier ist eine Blutspur, die ich kann nicht untersuchen. Naja. Ah, es kommt lange alle zurück. Mit Y war es alle Gegenstände in der Umgebung einsammeln. Echt? Ja? Hier ist noch eine Quest. Ja, die meinte ich ja. Machen wir die erst. Primitives Zeichen. Auf dem Boden befindet sich etwas, das vielleicht Anlass zur Hoffnung gibt. Was? Ja, das ist Also ein Pfeil. wenn das der Anlass der Hoffnung für die Menschheit ist, dann. Klar, die Welt geht unter. Also falls irgendwann mal die Zombie-Apokalypse anbricht, dann werde ich auch so einen Pfeil auf den Boden legen, damit alle Hoffnung haben. Ja, damit ich dich finde und dich retten kann. Ja. Na, ich bin wirklich ein guter Schütze, von daher, ja, bei dir gibt es sogar die Chance, dass ich das könnte. Du bist Schütze? Also ich bin ein guter Schütze. Okay, hier geht's hoch. Oh, da sind Fallen. Da, oh, Wendigo! Tanken wir. Ach so, ich sollte ja wieder dich auswählen als Defensivziel, das wäre vielleicht nicht schlecht, ne? Wäre eine Möglichkeit. Aber ich will dich natürlich nicht zwingen. Mach das mal natürlich durch. Die sehen schon mal ziemlich witzig aus, wie diese Angriffe hier.
Bärenfalle benutzen. Ja, damit ich mich wieder befreien kann. Ich konnte nämlich nicht vom Fleck. Ja, ich bin bei Bärenfallen jetzt ein bisschen vorsichtig. Ich habe nämlich hier, wie heißt das Spiel? Wenn du jetzt Blood Bowl sagst, lache ich dich aus. Nein. Hier, Until Dawn. Until Dawn sagt mir sogar was. Ja, habe ich gespielt. Oh, du hast da reingegriffen. Was, wo reingegriffen? Ja, wegen der Bärenfalle. Ja. Du hast da reingegriffen. Ja. Das sah man doch, dass es eine war. Nein, sah man nicht. Doch, natürlich, durch den Schlitz hat man locker gesehen. Das ist eine Bärenfalle gewesen. Also, wenn man Koala ist, hat man sowas nicht gesehen. Okay. Aber Koala sind ja auch Bären und für die waren ja die Fallen gedacht, ne? Ja, okay. Nee, das stimmt eigentlich gar nicht. Koalas sind eigentlich gar keine Bären. Nein? Nein. Aber knuddel die. Koalas sind keine Bären. Was denn? Säugetiere, ja, okay. Beutetiere. Beute? So wie Kängurus? Mhm. Irgendwie sehen meine Angriffe schon ziemlich cool aus. Ach so, das ist deine Lebensenergie. Was denn? Ich habe mich gerade gewundert, wieso heilst du mich nicht? Wieso geht meine Lebensenergie so runter? Das war die vom Gegner. Nee, es ist, war nicht, Du warst ja auch voll hier mit der Barriere umgeben und so. Ja, das habe ich hier gesehen, deswegen habe ich mich auch... Ist noch einer. Wir mussten noch nur drei. Aber hier ist ja noch einer. Punkte. Ja, Punkte. EP. Egal welches Spiel, ich bin jetzt momentan ein EP-Junkie. Yeah. Tü-tü-tü. 25 Wendigos töten. Hab okay, geschafft. Entschuldigung, war nicht Y, war V. Alles in der Umgebung einsammeln. Aha, aha. Jetzt kommt's raus. Bescheißen, Wolter. Ich bescheiße nie. Ich lüge auch nie. Ich verdrehe manchmal die Wahrheit, aber das ist was anderes. Okay. So, hier, Militärlager. Bericht senden. Boah, ich weiß echt nichts mehr, wie das ging hier. Einsatzbericht ist eingetroffen, analysiert, bla, bla, blub. Was haben wir gekriegt? Schwarzbarren. Okay. Ist auch ein Schwarzbarren gekriegt. Ah, ab den Überlebenden. Boah, ist der hässlich. Wer, der Busunfallüberlebende? Ja. Das ist eine Frau. Hat die Hängetitten? Ja, sieht ein bisschen an. Egal. Koali! Sowas von dir? Das ist doch eher mein Spruch. So. Ja, wenn du das nicht machst! Ja, aber jetzt kaufe ich hier extra den Lesrak ein für doofe Sprüche, ja, und dann macht er keine und dann muss ich die machen. Auf die Idee wäre ich nicht mehr gekommen. Schlimm genug, schlimm genug. So, und nun? Hier, Sarge. Sarge. Feind meines Feindes? Okay, Filmsequenz. Rühren, Soldat. Ich bin kein Soldat. Verdammt, ihre Lippen bewegen sich ja. Hat Onkel Sam wirklich nicht mehr zu bieten? Sie sollten selbst wissen, dass es nicht um Zahlen geht. Sie haben... Was haben Sie eigentlich? Einen Zauberstab? Voodoo? Tja, wir haben Waffen. Waffen mit speziellen Kugeln. Kugeln, die Sie von innen aufreißen können. Kugeln für Schmerz, Feuer und Finsternis. Magische Kugeln, direkt aus den dunkelsten Kellern des Pentagon. Karen Olsen von Homeland Security. Hallo, wie geht's? Toll! Wollen wir ein paar Schritte gehen? Wir sind natürlich sehr aufgeregt, Sie an Bord zu haben. Extrem aufgeregt. Beeinschlagen etc., Feind meines Feindes und so weiter. Freut mich sehr. Aber wir wollen hier keine Probleme. Wir sind für gebremste Kabbalistik. Es kann jedem passieren. Kampfsituation, Nervosität und zack. Plötzlich haben wir einen tridimensionalen Riss, durch den schleimige Tentakel und so weiter kommen. Ich will nur absolut sicher gehen, dass wir uns einig sind. Wir kommen einander nicht in die Quere, den Krieg führen die Profis, etc. Ich kann ihnen nichts befehlen, denn, naja, ist ja klar. Aber jede zivile Einmischung in sanktionierte Militäraktionen auf dieser Insel wird als reale und unmittelbare Bedrohung der Sicherheit unseres Landes betrachtet. Es könnte voll nach hinten losgehen, wenn sie keine Genehmigung von Homeland Security haben zum Einsatz höchstklassiger Militärsoftware auf US-Gebiet. Und das gilt auch für Maine. Oh, aber Ägypten soll um diese Jahreszeit sehr schön sein. Und weil wir dort nicht aktiv werden wollen, haben sie da freie Bahn. Na dann, viel Glück.
Unsere einzige Verteidigung sind die Orang-Utans. Denn das sind sie doch, stinkende Affen. Und ich weiß nicht, wie lange sie durchhalten. Aber sie wissen ja, der Feind meines Feindes ist mein Freund. Leider haben wir keine Kommunikationsmöglichkeit. Wir sprechen kein Effisch. Aber ihr Typen steht ja in Kontakt mit Gaia. Wer zur Hölle ist diese komische Tussi? Kennt sie doch, Regierung Amerika. Nein, die Tussi, die mit dem der Typ gesprochen hat. Ach, einfach irgendjemand. Und warum ist die auf einmal verschwunden? Das ist Passant Nummer 3. Ah. Okay. Jetzt doch Filme, die Passanten, die niedergeschossen werden und sowas. Ah, du hast gerade eine Karte geguckt, sehr gut. Nein, habe ich noch nicht. Ich bin gerade bei der Karte. Aber ich habe... Na gut. Okay. Okay. Sitch, Shesh, Sasquatch. Was ein Quatsch. Bigfoot kannst du es auch sagen. Sasquatch. Ja, ja. Da gab es früher mal so eine Fernsehserie mit Sasquatch. Ja, ich weiß. Mit diesem einen Bigfoot. Mein Freund da, ne? Bigfoot hieß die, glaube ich. Hm? Die war cool. Ja, muss ich auch sagen. Die habe ich als Kind auch immer gern gesehen. Okay. Wollen wir dich mal heilen oder so? Ach. Ein Kopftalisman, was kann denn der? Oh, hätte ich auch nachgucken sollen, statt einfach G zu drücken. Ich verzichte mal, dann kriegst du den. Okay, das war bei weitem schlechter als meins. Och ja, das ist, glaube ich, ich glaube, mich erinnern zu können, dass das normal ist für dieses Spiel, ja, ja. Oh, hallo? Tut das eigentlich nicht weh mit den Fingern? Nein. Sehr schön. Nur für dich eine Barriere. Oh, danke. Ich nenne sie Fluffy. Fluffy, die Barriere. Ja. Das müssen wir mal auf meine Lebenspunkte achten hier. Da ist noch so ein Typi. Okay, ich erinnere mich, zuerst den Tank angreifen lassen, ne? Ja. Das nennt sich Agro-Aufbau. Ach, so viele Sachen, die man so beachten muss. Naja, für mich ist kein großer Unterschied. Ich habe ja in der Zwischenzeit auch selber MMOs gespielt, mehrere. Was denn? Rift und jetzt Final Fantasy XIV. Mhm. Und das, ja, und bei Final Fantasy XIV gibt es halt klasse Beschwörer und, ja. Beschwörer halt. Ich liebe Beschwörer. Und bei Rift habe ich auch eine Zeit lang gespielt, da habe ich aber keinen gefunden, der mit mir spielt. Mhm. Jetzt hast du sogar zwei Barrieren. Oh. Was hast du in der Zwischenzeit gemacht? Gearbeitet. Ja, deswegen kommt auch so wenig Content. Ich habe keine Zeit, kein Schwein. So, und das die einzige Zeit, die ich habe, die geht in PNP. Pen and Paper. Mhm. Da hätte ich mal eine Frage. Ja. Ich kam ja leider nicht immer dazu, alle zu gucken. Das letzte, was ich mitgekriegt habe, war bei Skyon, glaube ich, dieser Glasdrache oder was das war. Der ja. Wurde. Das ist korrekt. Was hast du denn da für eine Frage? Brote? Was ist das? Ein Hammer geworden? Noch nichts. Also seitdem der Drache da war, haben wir noch nicht mehr weitergespielt. Okay. Wie ist der Drache aufgetaucht? Ich habe es nämlich erst mitgekriegt, da wart ihr schon mitten im Kampf. Der ist aus dem Boden gekommen. Okay, das ist da normal? Nö, normal ist das nicht, aber es passiert. Okay. Achso, hier konnte man auch irgendwie laufen, ne? Irgendwie hier sprinten. Ja, wie? Wie machst du's? Mit X, glaube ich. Yes. Ja, die Motorradgänge wieder. Ist ja gut. Ich mag dich auch. Es hat KP gegeben, dass er uns angebrüllt hat. Sollen wir das nochmal machen? Genau, brüllen wir uns gegenseitig an.
Was zur Hölle? Okay, das Quatsch-Häuptling sagt da lang. Und Lesrak läuft natürlich einfach, ohne nachzufragen, einfach mal in die Richtung. Ich bin Soldat. Ich muss mich schon mal eingewöhnen. Oder nicht? Du bist ja richtig fix unterwegs hier. Ja. Bist du gesprintet? Anscheinend ja. Kriegen wir wieder EP, wenn sie uns anbrüllt? Komm, brüll. Gib's mir los. Ich glaube, wir sind in die falsche Richtung gefahren. Kann das sein? Nein, wir sind ja richtig. Ich habe hier noch sowas offen. Ah, hast du den schon angeklickt, den Häuptling? Nein. Jetzt habe ich ihn angeklickt. Ja, ja, ja. Und jetzt muss ich in die Richtung fahren. Ach, ist das ätzend. Ja. Um mal einen großen Pen-and-Paper-Spieler zu zitieren. Boah, ist das ätzend. Welchen? Den guten Eloridas, wenn du den kennst. Oder? Nein. Tja. Sie haben keine freie Sicht auf das Ziel. Ich sehe das Ding doch. Mein Gott. Hast du den Kokon schon gemacht? Was für ein Kokon? Den hier. Also ich musste den gerade eben noch anklicken. Benutzen? Ja. Ah, okay. Die Höhle betreten. Solo-Instanz. Nein! Yes! Ich hasse Solo-Instanzen. Oh, ich erinnere mich noch an den schwarzen Mann. Ah. Und? Die epischste Folge ever in diesem Let's Play. Ja. Deine Frage. Und kämpfst du auch immer noch gegen ihn? Och nö, ich bin schon lange fertig. Ja, mittlerweile kann ich ja wenigstens ein bisschen kämpfen. Also. So, hier. Oh Gott, da kommen ja echt viele. Oh nein. Oh nein. Warum habe ich nichts, was Massen tötet? Ist nicht so das Ding von Blutmagie? Ah, Kaps, ich hasse. Nein, ich brauche hier Ewigkeiten, bis ich die kleinen Viecher tot habe. Die machen mir auch nichts. Dann kannst du ja stattdessen was erzählen. Ja, was soll ich denn erzählen? Keine Ahnung. Gute Frage eigentlich. Ich habe letztens eine Frau kennengelernt. Oh, dann musst du ja erzählen. Ja, also, was soll ich da erzählen? Ja, wir haben uns kennengelernt, haben uns sehr gut verstanden. Und ja. Hat sie gehört, dass du Alex Plays mit mir machst und hat sich verlassen? Nein, nein, nein. Wir kamen uns auch schon näher. Aber dann habe ich irgendwann, als es kurz davor war, wirklich ernst zu werden, körperlich. Ja. Kam will raus, ich das dass wissen, sie. Oder muss ich dann ab 18 machen hier? Nein, genauer werde ich nicht, was das betrifft. Und dann habe ich erfahren, also hat sie erzählt, dass sie verheiratet ist. Dass sie was? Verheiratet ist. Ach, ja, ist toll. Mit 19. Ja, macht doch was. Dass sie es mir nicht gesagt hat, das war. Ich meine. Hab ich richtig aufgeregt. Ja, zu Recht, würde ich mal behaupten. Sowas macht man nicht, liebe Frauen. Und ja, und Männer auch nicht. Ich hab sie auch gleich, nachdem wir fertig waren, habe ich sie auch rausgeschickt. Was? Was wieder typisch Lesrak wäre. Ist doch wohl klar, ich hab die Chance gehabt, also. Es gibt Prioritäten. Das ist korrekt. Und die müssen auch genutzt werden. Genau. Was sonst noch? Also ich weiß nicht, ob mir diese Skillung hier gefällt. Das ist ja Ewigkeiten. Ich hab jetzt erst den ersten Arc-Cup getötet. Was hast du heute sonst noch so vor, bis ich hier durch die Solo-Instanz durch bin? Das kann nur noch Jahre dauern. Ich hab mir jetzt heute Zeit genommen, nur für dich. Das mit der Instanz, das war jetzt nur bei in dem anderen Spiel halt gerade Dings, dass für die Hauptquest gemacht werden musste. Dachte ich mir, mach ich schnell. Aber ich habe auch nicht erwartet, dass, naja, wir so eine Crazy-Gruppe machen. Crazy, Iots Kenzi. I'm so excited an im Tode. Grazie. But it feels all rigged. Baby thinking of you. Und so weiter. Aber ich habe bei dem Online-Spiel eine neue Frau kennengelernt. Aha, so online, so richtig so mit. Also wir verstehen uns gut und sie hat einen Hund.
Hund. Ja. Ich bin gleich tot. Du bist Heiler. Ja. Ich bin trotzdem gleich tot. Wir machen eine OP-Heilung bei dir. Irgendwie. Ach so. Ich habe diesen scheiß Sasquatch-Gefangenen angeklickt und teile die ganze Zeit den. Ist das ätzend. Also mein Test ist schon mal gerettet, was den Humor betrifft. Ja, hau ab, du Arsch. Also ich muss sagen, ich hab's vermisst, mit dir zu spielen. Das will ich hoffen. Irgendwas muss ich auch können. Da ist eine Leute. Also mich hast du jetzt gerade noch da ein. Ich glaube, das Problem an der Flugmarke ist, dass man mich selber nicht Nur wenn du keine Punkte mehr unten hast. Ja, da achte ich ja nicht drauf. Ich drücke einfach wild auf Tasten. Kennst du mich? Ach, okay. Dann erklärt sich das natürlich. Yeah, kritischer Treffer. Yeah. Und so. Ja. Okay. Next up Cup. Absorptionsbarriere und dann das hier und dann das hier. Später hast du, glaube ich, auch so eine Barriere, die reflektieren kann. Ja, das wäre cool. Also die macht 50% des Schadens, der reinkommt, solange sie da ist, haut der Gegner rein. Das wäre doch mal was. Hier habe ich zum Beispiel, glaube ich, einen Malaie. Weil ich hier ganz lustig fand. Aua, der hat mich einfach umgerannt, der Kack. Konturlose Brut. Fütterer, der Konturlose Brut. So, Barriere. Die Barrieren sind cool. Also, ich krieg eigentlich den einzigen Schaden, den ich mir mache, mache ich mir selber. Habe ich dir doch mal erzählt von Anfang an. Und was lernen wir da draus? Man sollte immer gleich auf mich hören. Wie heißt denn der Hund? Jackie. Jackie? Nach Jackie Chan benannt. Okay. Und ich habe mir überlegt, mir eine Katze zu holen. Bläh. Oder ein Chihuahua. Besser Chihuahua als Katze. Also wenn, wollte ich sowieso eine Nacktkatze. Katzen machen, dass ich nicht atmen kann. Auch Nacktkatzen? Alle Katzen. Aber die haben doch kein Fell. Das ist den Katzen egal, die machen trotzdem, dass ich nicht atmen kann. Okay. Dann hole ich mir einen Fisch. Fisch? Nun nennst ihn Helmut. Helmut, nein. Den Guppi. Eigentlich dachte ich an Frederik den Dritten. Frederik den Dritten? Ja, ich hatte schon mal zwei Fische. Die hießen zwar nicht Frederik, aber ich weiß auch nicht. Der Dritte hört sich edler an. Das ist so korrekt. Ich sollte vielleicht mal eine Pause einlegen, weil ich keinen Heiler habe. Ich sehe gerade, ich bin kurz vorm Tod. Warum das denn? Ich gehe einfach durch, ich sehe auch Gegner, nehme ich mit. Auch da sind noch mehr Gegner. Ist noch nicht tot, egal, gehe ich trotzdem hin. So, weiter. Nächste Höhle, oder komme ich von hier? Ich weiß nicht. Hier sieht es so leer aus. Dann schätze ich mal, dass ich von hier komme. Also ich hab schon 3 von 7. Ich hab 2 von 7. Ah, ich bin leicht in Führung. Aber ich lasse auch die ganzen kleinen Viecher jetzt leben hier. So, wenn sie mich nicht angreifen, greife ich sie auch nicht an. Ich bin voll friedlich. Oh, das ist schön. Sprach's und machte was anderes. Ich bin voll friedlich. Hier ist die Atombombe. Ja. Hört auf, mich zu schlagen. Ach ja, und ich habe viel recherchiert. Über? Imperiale Armee. Möchtest du den Zuschauern verraten? Oh. Für das Rollenspiel, das wir haben, Dark Heresy. Oh, jetzt kommt der große Akap auch noch dazu. Das ist nicht so gut. Nein, böser Akap. Pfui aus.
weil da spiele ich halt einen ehemaligen Soldaten der Stahllegion von Armageddon. Ja, was sonst noch? Die Falken macht auch mit. Ja, der Falk. Ja, der ist, wegen dem habe ich aufgehört, das Regelbuch zu lesen. Okay. Weil ich dachte mir, der hat das so jetzt intus schon. Dann muss ich das nicht mehr lesen. Wenn ich eine Regelfrage habe, dann frage ich ihn einfach. Ja, du hast dann dabei den Vorteil, du bist nicht ich. Wieso? Ich würde einen Vorwurf kriegen. Warum? Weil er sowas gerne macht. Kontorlose Brut. Also nicht der Gierfalk. Naja. Was hast du jetzt gesagt? Ey, ich weiß, dass er die Folgen hier nicht guckt, von daher. Aha. Jetzt kommt's rausfaken. Jetzt können wir also nur, lästern hemmungslos über ihn ab. Also nur Folgen, also wo ich das wirklich bei extra erwähne oder ihm einen Link schicke und sage, die solltest du unbedingt mal sehen, die guckt er dann. Oder vielleicht macht er es jetzt ja doch, weiß ich gar nicht. Ich habe lange nicht mehr mit ihm darüber geredet. Das ist hier ein ganz Fütterer der konturlosen Brut. Was soll die Scheiße denn hier? Gib mir dein Herz, die Fütterer. Oh. Also, ich glaube nicht, dass er dein Typ ist. Ich meine, okay, musst du wissen, aber... Ich habe ihm das Herz einfach rausgerissen. Stimmt, meine Ex war hier. Sowieso. Ach, du wolltest mal weiter. Wegen Herz rausgerissen bin ich drauf gekommen. Ich glaube, ich weiß schon die Folge, wenn ich Lessack und seine Frau geschickt. Ja, du hast gesagt, ich soll was erzählen. Ich kann ja auch eine Frau im Gebiet erzählen. Meine Stiefschwester heiratet. Wie alt ist nächstes du? Jahr. Katar. So, sie ist Katar alt? Hm? Wie alt ist sie, wenn ich frage? Wie alt? Du fragst mich was? Irgendwie Mitte 20, glaube ich. Hättest du früher sehen sollen, dass du eine Stiefschwester in dem Alter hast. Nicht mein Typ. Ja, deiner vielleicht nicht. Möchten Sie das Objekt? Nein. Jetzt hab ich schon wieder auf irgendwas draufgeklickt hier. Da auf mich umzurammen, du konturlose Brut. Es bringt dir nichts und es bringt mir nichts. Und wir beide sind damit unzufrieden. Also, dass es ihr nichts bringt, will ich mal bestreiten. Es bringt nichts, es zieht mir kein Leben ab, gar nichts. Es nervt. Okay. Und das macht für circa eine Sekunde handlungsunfähig. Das ist so cool. Barriere. Heilung. Wir schmeißen schon wieder umgeschmissen. Quali, Heilung, schnell. Ich bin doch hier erst beim dritten von sieben. Okay, ich bin schon bei sechs. Wenn die nicht, sie gehen halt nicht so schnell drauf, die Akabs. Halte ich für ein Gerücht. Ja, spiel du mal mit hier mit Eukalypta. Oh, ich würde gerne mit ihr spielen. Angst. Warum sagt das immer jeder, wenn ich so erwähne? Ich versuche nur freundlich zu sein. Ich weiß nicht, woran das liegt. Genauso wie ich meine Disco war. Ich habe ja gesagt, die hat echt einen heißen Arsch. Und dann hat sie es natürlich wieder gleich missverstanden. Aha. Und dann kam ihr Freund. Das war dann nicht mehr so lustig. Und hat dich verkloppt. Er wollte es. Hat er nicht geschafft? Nein. Schade. Ich bin schneller geworden. Schade! Eigentlich war es nicht, dass du über sowas beistehst. Ja,
Also wenn ihr mal verkloppt werden wollt oder in Gefahr laufen wollt, verkloppt zu werden, dann verhaltet euch wie der Lestrak in der Disco. Eigentlich bin ich doch eine echt nette und freundliche Person, oder nicht? Ja. Kannst ja mal probieren, die Frauen anzulocken. Hier, guck dir mal das Let's Play von Koali an. Siehst du, was ich wirklich für einer bin? Also, ich hab's wirklich schon vielen meiner Bekannten empfohlen. Was? Deiner Bekanntinnen? Ja, so Freundinnen kann ich sagen, aber das hört sich irgendwie verkehrt an. Dafür hassen sie mich zu sehr. Hass wird überbewertet. Ja. Da gibt's sinnvollere Dinge. Also, die man hassen kann. Ich finde, diesen einen Skill hier sollte man Herbert Grönemeyer nennen. Gib mir mein Herz zurück. Ah, dieser, wo du die stunst. Ja. Ah, ja. So, Barriere. Ah, nee, erstmal Heilung. Dann die Barriere. Und dann die große Blutsaugemaschine anschmeißen. Die kleine Blutsaugemaschine anschmeißen. Aber wenn der Villain der Schuss jetzt wieder sieht, oh, du musst da viel coolere Kombinationen raushauen und, ja. Weiß nicht. Kann ich nicht. Doch kannst du schon. Ach, damit müsste ich mich da mit dem. Dann müsste ich ja das Spiel können. Dann wärst du der Pinier was voraus. Immerhin kann ich mich jetzt ein bisschen wehren, nicht so wie früher in dem Spiel hier. Also ich glaube... Oh nein! Was denn? Wie denn? Wo denn? Ein riesiges, komisches Ding. Frühgeborene Königin der konkturlosen Brut. Ah. I'm looking forward to this. Was steht da? OP-Gegner. Nicht für Heiler besiegbar, okay. Aber okay, du hast gesagt, die Folge soll um meine Frauengeschichten gehen. Dann lass mal überlegen. Ja, die Folge hat auch schon wieder Überlänge. Das heißt, wir müssen noch mehr Frauengeschichten erzählen. Was? Das ist schon Überlänge? Ja, wir sind schon 30 Minuten dran. Okay. Kam mir gar nicht so lange vor. Naja. Aber okay. Die Zeit mit mir vergeht halt wie im Flug. Sag's doch gleich. Ja, das stimmt sogar, muss ich ehrlich sagen, ja. OP-Gegner. Okay, wir müssen nur den Ausgang kennen, bei meinem Orientierung. Okay, da habe ich vergessen, Items einfach zu sammeln. Das hilft mir, jetzt weiß ich wenigstens, wo ich herkomme. Der weicht die ganze Zeit aus, der Acker, der soll nicht ausweichen. Sag dem, der soll nicht ausweichen. Du sollst nicht ausweichen. Er hört nicht auf dich. Der hätte ich auch nicht erweitert. Wenn du mal Kinder kriegst, ne? Bitte? Wenn du mal Kinder kriegst, du wirst auch nicht auf dich hören. Ich werde niemals Kinder kriegen. Ich habe ein Jahr im Kindergarten soziales Jahr gemacht, danach nie wieder Kinder. Vergiss es. Davor habe ich Kinder sogar gemocht. Uah. Na, hier ist noch so ein Sasquatch, okay. Ab vom Kinder! Willst du irgendwann welche haben? Ja, gerne. Mädchen oder Junge, wenn du die Wahl hättest? Ach, das ist mir egal. Wenigstens kommst du nicht mit dieser Quatschantwort, Hauptsache gesund. Ja, das ist, schadet nicht nie, wenn das Kind gesund ist. Ne? Ja, weiß ich, aber das braucht man nicht extra als Antwort geben. Das ist so korrekt. Ich warte am Ausgang. Ja, es kann sich nur noch um Jahre handeln. Kein Problem. Ich glaube, ich mache aber gleich mal einen Folgen-Cut. Ja, aber ich glaube, den kann ich mir ja auch einen kleinen Lungenvergifter anbieten, ne? Das ist potenziell immer möglich. Ich bin erst bei 5 von 7. Zigaretten? Nein, komische Affenviecher. Das sind Bigfoots. Nein, es sind Sasquatches. Ja, Entschuldigung, mein Fehler. Bigfoot ist bestimmt irgendwie rassistisch oder so. Ganz ehrlich, das ist eigentlich sogar eine echt gute Frage. Also, ist mal ehrlich, so gesehen irgendwie.
Ja, mit dieser Frage entlasse ich euch aus dieser Folge. Bis zum nächsten Mal. Fahren euer Koali.